Herzlich willkommen bei Vulkan TV. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, doch in dieser Sendung möchten wir Ihnen noch einige Veranstaltungen und Beiträge zur heurigen Weihnachtszeit näher bringen. Folgendes können Sie im Wochenrückblick sehen: Den Kleiderladen Elisabeth in St. Stephan im Rosenthal, den Adventmarkt in Feldbach, den Weihnachtsmarkt in Gnas, die Innovationspreisverleihung in Sinnabelkirchen und eine neue Folge von Schnörgfrogt. Wenn auch Sie Vulkan TV noch nicht direkt über den Fernseher empfangen können, zeigen wir Ihnen im Anschluss noch, wie das geht. Passend zur Weihnachtszeit möchten wir Ihnen das Projekt Kleiderladen vorstellen, das für viele Menschen eine große Hilfe im Leben ist. Wenn die Weihnachtsbeleuchtung und Dekorationen die Nacht regelrecht verzaubern, wenn Weihnachtslieder auf Weihnachtsabend vorbereiten, was aber ist mit Menschen, denen jeglich Geld für Kleidung, Essen, Miete oder Heizöl fehlt? Wir waren heute in St. Stephan im Rosenthal im Kleiderladen Elisabeth, wo solchen Menschen geholfen wird. Der Verein Kleiderladen Elisabeth in St. Stephan im Rosenthal wurde 1999 gegründet, mit dem Ziel, dass der Erlös der Einnahmen aus dem Verkauf Menschen zugute kommt, die in Not geraten sind. Es werden Waren aus zweiter Hand angeboten. Das Sortiment reicht von Kleidung über Schuhe und Kinderspielzeug bis hin zu Büchern. Die anfängliche Idee, die mittlerweile wohl ein Lebenswerk geworden ist, entstand durch ganz persönliche Erfahrungen. Und ich habe für meinen Kindern auch sehr oft in ein Secondhand-Geschäft eingekauft. Und ich habe später dann, wenn meine Kinder größer geworden sind und aus der Familie rausgegangen sind, hatte ich dann den Wunsch, wie ich in der Pfarrkaritas gearbeitet habe, habe ich immer wieder das Problem gehabt, dass Familien gekommen sind, die oft zu wenig zu essen gehabt und zu wenig Kleidung. Und ich oft dann Ansuchen gestellt habe an irgendwelchen Vereinen. Das hat wieder Wochen, Monate gedauert. Und da wollte ich einfach einmal, dass ich selber darüber entscheiden kann und sofort helfen kann. In den letzten 11 Jahren wurde mit Essensgutscheinen, einem Kindergeld, Heizöl und sonstigen Grundbedürfnissen geholfen. Daheim ist verkauft geworden, dann haben sie mir geholfen. Die Gemeinde hat mir dann geholfen nach St. Stephan mit meiner Mama. Sie ist eine Pflegefrau gewesen, eine schwere. Und die habe ich betreut bis zum Tod. Dann bin ich halt das Erste, war, wie ich hergekommen bin, hätte ich sollen die Miete alles zahlen und ich habe es nicht gehabt. Dann hat mir die Frau geholt und die Frau Eder geholfen. Und der Herr Pfarrer Drüxler, die haben mir dann geholfen, dass ich so weit gekommen bin, dass ich die Wohnung gehabt habe. Dann habe ich die Mami kennengelernt. Und da habe ich halt jetzt, und jetzt schaue ich, dass es so weitergeht und sie da mir immer unterstützen. Ich habe so eine gute Hilfe. Ich kann keine bessere haben. Die kann man nur bedanken, dass es sowas gibt. Und jetzt operiert geworden, Knie operiert worden. Da hat die Frau Kuckuck auf meine Wohnung geschaut und hat alles betreut, weil ich war 2 Monate fort. Und da haben sie mir geholt und alles. Ich sage, ich habe so eine Hilfe von Kleiderlohn aus und von dem ganzen Verein. Ich kenne keinen besseren Menschen. Wir haben wirklich was Schönes da. Ich kann mich nur bedanken, ich kann nicht mehr so. Wenn Sie dieses Projekt unterstützen möchten, können Sie dies mit folgenden Möglichkeiten tun. Sie bringen qualitativ gute Waren in den Secondhand-Shop, durch einen persönlichen Einkauf oder mit einer Geldspende unter folgender Kontonummer.
Mit dem Adventmarkt erstrahlt Feldbach in weihnachtlichem Glanz. Hellauf begeistert sind viele Besucher auch von einer weiteren Attraktion in nie dagewesener Leuchtkraft. Der folgende Beitrag wird Ihnen gewidmet von der SFL Plus Light GmbH aus Feldbach. Der Adventmarkt in Feldbach strotzt wieder vor schmucken Ideen. Erhaschen kann man kleine Souvenirs und große Unikate. Figuren aus Salzteig und Keramik gibt es ebenso wie fein gearbeitete Holzkrippen und zierliche Gestecke. Köstliches und Kunstvolles wechseln sich im Schlenderschritt durch die Reihen ab. Nettes Geplauder bei warmen Schlückchen lädt zum Verweilen, ebenso wie leckere Naschereien und kleine Happen. Neu ist in diesem Jahr das beheizte Kinderhaus, in dem die Kleinen an jedem Adventsamstag bei Tee und Keksen basteln können. Mit am Werk ist Beatrice Strohmeier. Sie gestaltete im Vorjahr die Feldbacher Adventkrippe. In den Stall gesellte sich heuer ein Engel zur Heiligen Familie. Und auch dieser ist in seiner natürlichen Beschaffenheit schlicht schön. Uns war es wichtig, dass wir eine Krippe haben. Sie soll so circa, sie ist nicht ganz lebensgroß, aber circa lebensgroß sein. Und von den Materialien her hat mir für sich am besten Naturmaterialien gefallen. Also wir haben Heu dann gewählt und Holzwolle dazu. Und ich habe natürlich auch was aussuchen müssen, was ich kann. Ich bin keine Künstlerin. Das ist also natürlich auch nicht perfekt, logischerweise. Aber ich habe halt versucht, mein Bestes zu geben. Und es soll einfach durch die ganzen, durch den Krippenbau und durch die Krippe selber schaut sie natürlich sehr urig aus und sehr natürlich aus und stimmungsvoll. So ist es dann. In einem anderen Teil der Stadt setzte eine Attraktion der vorweihnachtlichen Leuchtkraft die Krone auf. Die SFL-Gruppe mit Sitz in Feldbach stellte als Spezialist für Sonderbeleuchtung einen Baum auf, der viele zum Stehenbleiben und Staunen bringt und zum Fotografieren. Ist richtig, ist sicherlich einzigartig in Österreich. Die Idee dahinter ist natürlich die, für Feldbach eine Attraktion in der Weihnachtsbeleuchtung zu schaffen. Und das haben wir mit diesem Baum, bin ich der Meinung, sehr eindrucksvoll auch unter Beweis gestellt. Der Baum ist 7 Meter hoch, hat nicht ganz 400 Kilogramm und hat ca. 10.000 Einzelleuchten mit einem Gesamtverbrauch von 1.000 Watt. Das entspricht, wenn man es vergleicht, mit 10, 100 Watt Glühbirnen. Und das ist eigentlich für diese Größe sehr, sehr wenig. Hellauf begeistern wird der Feldbacher LED-Baum noch bis Ende Jänner. Gedacht ist diese Aktion der SFL als Anreiz, sich auch künftig privat, auf Gemeinde- oder Firmenebene für das beeindruckende und zugleich sparsame Lichterspiel zu entscheiden. Das Glanzstück in Feldbach wirkt auf jeden Fall, insbesondere an jenen Tagen, wenn obendrein Eiskristalle mitglitzern. Der Adventmarkt in Gnas ist ein beliebter Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit. Zahlreiche Aussteller lockten dabei mit vielseitigen Angeboten. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die Marktgemeinde Gnas und der Tourismusverband Gnas. Die Vorweihnachtszeit wird in Gnas sehr besinnlich begangen. Der Advent- und Weihnachtsmarkt am Hauptplatz ist ein allseits beliebter Treffpunkt mit besonderem Flair. Der Christkindlmarkt in Gnas, glaube ich, ist eine recht stimmungsvolle Sache, ist eine gewachsene Sache vor allem. Und was uns bei uns besonders freut, ist immer, wir haben um die 20, 25 regionale Aussteller. Und es ist einfach eine sehr ruhige Geschichte. Und die Leute können sich ein bisschen auf Weihnachten einstimmen, auf die Adventzeit. Und hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Das Angebot am Gnaser Hauptplatz kann sich sehen lassen. Wir haben auch sehr viele Aussteller, wo ich ganz stolz bin, weil wir einen guten Mix hier anbieten können, wo die Aussteller eigentlich Genähtes, Gestricktes, Gehäkeltes, auch Handarbeiten, Schmuckkreationen anbieten, Holzwaren, dann Filzware und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Stimmungsvoll eröffnet wurde der Markt durch den Chor der neuen Mittelschule Gnas, der gemeinsam mit der Musikschule Gnas für den musikalischen Rahmen sorgte. Und während die Erwachsenen den Liedern lauschten, waren die Kinder mit der Pferdekutsche unterwegs. An einem Nachmittag ohne Stress und Hektik. Ja, die Leute, glaube ich, brauchen das einfach ein bisschen, dass so wieder in dieser stillen Zeit, wie man sagt, ein bisschen einfach zurückkommt in das Gemütliche und einfach halt ein bisschen durch den Ort flaniert. Eine weitere Attraktion war zweifellos die Backstube.
Hier konnten nicht nur leckere Kekse verziert und gebacken, sondern auch als Souvenir mit nach Hause genommen werden. Die weiteren Stände boten zahlreiche Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest. Von köstlichen Spezialitäten bis hin zu regionaler Handwerkskunst, wie etwa einem Wollgenuss für die kalte Jahreszeit. Da kann man sich ein bisschen inspirieren lassen in der Adventszeit. Man kann sich dort ein bisschen durchgustieren, was gibt es Neues, was gibt es Vielfältiges hier am unserem Weihnachtsmarkt zu entdecken. Also wenn ich so die Musikgruppen höre, so da wird man schon ein bisschen besinnlich. Aber wir haben auch in Gnas sonst sehr viele Veranstaltungen, wie das Adventkonzert etc. in der Kirche. Und da kann man dann ein bisschen in sich Ruhe finden und das passt ganz gut. Der Advent- und Weihnachtsmarkt in Gnas. Ein besinnlicher Vorbote der nahenden Weihnacht. Der Erfindergeist im Bereich Handwerk wurde mit dem Innovationspreis 2012 des Steirischen Vulkanlandes ausgezeichnet. Den folgenden Beitrag widmen Ihnen die Rothandwerksmeister in Gnas, Mühldorf, Gleisdorf, Graz und Wien. Bei Bio am Platz in Obergroßau in Sinnabelkirchen wurde der höchst dotierte Wirtschaftspreis im Steirischen Vulkanland in der Kategorie Handwerk vergeben. Saubermachergründer Hans Roth hielt als Förderer der Vulkanlandentwicklung die Eröffnungsrede. Seine Familienstiftung Morgen Roth ist eine Heimatinitiative für Innovation und Vorsprung. Die Unterstützung des Innovationspreises ist mir sehr wichtig. Einmal, ich komme selbst aus der Region, bin hier aufgewachsen, glaube, dass ich vieles aus der Region mitbekommen habe, mitgenommen habe, was mich erfolgreich und auch zufrieden gemacht habe. Und daher bin ich der Region sehr dankbar. Zum Zweiten, ich bewundere die Arbeit des Vulkanlandteams um Herrn Abgeordneten Ober, weil das vorbildhaft in Österreich ist, wie man eine Region, die am Rande einmal war, in den Mittelpunkt drücken kann, indem man ihnen ihr Selbstwertgefühl gibt, indem man ihr Motivation gibt und Innovation gibt. Und das bewundere ich und ich spüre, dass viele andere Regionen dankbar wären, wenn uns was Ähnliches passieren würde. Und daher ist das auch ein Grund, das zu unterstützen. Zum Dritten haben wir selbst fast über 500 Mitarbeiter aus der Region, 350, 400, die operativ hier tätig sind. Und viele Menschen in der Region sind Kunden von uns oder Partner von uns, wie die Gemeinden bei Saubermacher. Und denen bin ich allen auch sehr dankbar. Und so möchte ich auch auf diese Art und Weise etwas zurückgeben. Trachten Thoma aus Dietersdorf am Gnasbach erhielt den Pionierpreis 2012 als zu 100% energieautarker Betrieb. Auch ein Pionier in der nachhaltigen Energienutzung ist Christoph Grispel aus Markt Hartmannsdorf beim Heizen, Kühlen und Pasteurisieren. Dem Innovationspreis misst das Vulkanland eine bedeutende Tragkraft zur Marktdurchdringung bei. Dieser Innovationspreis ist heute zum 9. Mal durchgeführt worden. Und damit laden wir die Menschen in der Region ein, zu diesen drei Themen, Kulinarik, Handwerk und Lebenskraft, sich Gedanken zu machen, ihre Ideen niederzuschreiben und einzureichen und einen öffentlichen Schritt zu stellen. Und heute haben wir im Bereich Handwerk die Sieger- und Innovationspreiserträger und auch besondere Pionierpreise ausgezeichnet. Und damit stellen wir in der Region dieses Thema Handwerk ganz in den Vordergrund. Und wir haben gelernt in den letzten Jahren, der Wert einer Region kann nur durch die Wertschätzung seiner Bürgerinnen und Bürger entstehen. In aufsteigender Reihenfolge ging der Innovationspreis 2012 im Kompetenzfeld Handwerk an Peter Treusinger Junior, der mit der Tischlerei Groß aus Weinberg an der Raab das individuelle Holzbrett Woody entwickelte. Ex aequo teilte er sich Platz 3 mit Hannes Steinwender aus Franach und dessen Idee für das Naturstammhaus. Den zweiten Platz belegte Sandra Ertl aus Feldbach mit ihrer modischen Idee Wild gewickelt. Das Projekt Nachhaltige Lebensqualität durch innovative Netzwerkkompetenzen im Bereich erneuerbare Energie wurde mit dem ersten Platz ausgezeichnet. In Kooperation entwickelten 7 fortschrittsbegeisterte Unternehmer aus dem Vulkanland das intelligente Haus. Wir haben uns zum Thema gemacht, intelligentes Haus. Das heißt, Haustechnik wird immer wichtiger in der Installation. Das heißt, das Zusammenspiel Elektrotechnik mit Heizungstechnik. Nur wenn beide Gewerke ineinander fließen, kann man in Zukunft Energie sparen. Chancen zum Verflechten neuer Ideen
hatten die Preisträger und Besucher aus Wirtschaft und Politik dann beim gemütlichen Diskutieren im Anschluss. In unserer neuen Folge von Schnell gefragt waren wir diesmal bei der Innovationspreisverleihung in Sinnabelkirchen unterwegs, um Sie nach Ihrer Meinung zu fragen. Was ist ausschlaggebend, damit aus einer Idee eine Innovation wird? Ich wollte es haben, für mich selber, darum habe ich es gemacht. Von einem Punkt, den man hat, einen Anker zu haben und dann etwas zu entwickeln. Das mache ich in meinem Büro ohnehin ständig. Ich bin Architekt und das hat gut hin. Das Ausschlaggebende war, dass wir uns so verwirklichen, dass es nachhaltig ist und dass es auch der Jugend interessiert und dass man dann einfach sagt, der Betrieb geht weiter und dass uns einfach Spaß macht. Ja, man glaubt einfach, dass man das miteinander verbinden kann, verbinden soll, um es auch dem Volk beizubringen, damit man mit diesem Modell eigentlich sehr viel für die Wirtschaft, für die Region und für unser steirisches Vulkanland machen kann. Ja, wir beschäftigen uns, wie gesagt, seit 11 Jahren mit Entwicklungen im Bereich Gebäudeautomatisierung und wir leben von Innovationen und täglich neuen Ideen. Es war einfach selbstständig zu sein und zu sagen, ich kann selber was schaffen, was es noch nicht gibt. Ich glaube, das war so ein bisschen der Anreiz dafür. Technikverliebtheit und Bequemlichkeit. Ja, man braucht zuerst schon ein großes Stück Motivation, dass man aus einer Idee etwas macht. Man braucht eine Vision und letztendlich auch eine Mission. Fantasie und dann eigentlich den Arten, das Ganze wirklich in die Praxis umzusetzen. Wo beginnt für Sie Innovation? Wo soll sie hinführen? Innovation ist für mich einfach gestalten, mit Freude gestalten und irgendwo sagen, ja, das Ziel habe ich erreicht und dann ist das nächste wieder in weiter Ferne und man schaut, dass man es wieder irgendwo zum Ziel bringt. Zum schönen, unkomplizierten Leben. Innovation beginnt eigentlich schon beim ersten Gedanken daran. Und hinführen, ja, eigentlich dort, wo die Zukunft an hintreibt. Es soll mal weitergehen, die Ressourcen sollen sparsam bleiben. Und ich finde einfach, also wir arbeiten dagegen, dass man im Ausland produziert, dass alles billig produziert wird, dass die Leute dafür kein Geld kriegen und wir sagen halt, wir wollen hier bleiben. Also Innovation fängt an und für sich dort an, wo es um Alltagstauglichkeit geht. Und es ist ein Weg, der in vielen kleinen Schritten am besten funktioniert und hinführen soll er immer in eine Richtung, aber nicht, wenn man erkennt, dass es vielleicht die falsche Richtung ist, dass man auch die Bereitschaft hat, dort vielleicht den Kurs zu wechseln. So ist ja Verbesserung bringen für die Gesellschaft, vielleicht, wenn natürlich geht, wo jeder Einzelne einen Nutzen hat davon. Ich glaube, Innovation beginnt bereits bei der Jugend, wenn sie sich entwickelt und die Ideen der Zukunft aufgreifen wird oder will. Und das führt die Jugend uns wirklich vor Augen und sie schaffen das und machen das auch. Und da kommt natürlich das Ganze auch zustande. Sich was vorzustellen, sich die Lösung vorzustellen und dieses dann wirklich so umzusetzen. Grenzen gibt es eigentlich nicht wirklich. Vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie VulkanTV ab sofort auch bei Ihnen zu Hause anschauen können. Mit dieser kleinen Mediabox können Sie einfach und bequem die aktuelle Sendung auf Ihrem Fernsehgerät anschauen und gleichzeitig eine Vielzahl von Internetaktivitäten nutzen. Weitere Informationen zur Mediabox erhalten Sie bei den unten eingeblendeten Geschäften. Jetzt geht's weiter mit Pfarrer Franz Brey, den wir diesmal bei seiner Herbergsuche begleitet haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und genießen Sie die letzten Tage in diesem Jahr. Auf Wiedersehen. Am Samstag, den 12. Jänner 2013, ist es wieder soweit. Dress up, it's gonna be legendary, lautet das Motto des Hack-Feldbach-Matura-Balls. Erleben Sie eine unvergessliche Ballnacht im Bundesschulzentrum. Karten gibt's bei allen Maturanten sowie in der Kanzlei der Hack-Feldbach.
Salzstiegl, Ihr Winter-Fitnessstudio in frischer Luft. Eine Möglichkeit aufzutanken, aktiv Ski zu fahren, einen Tag mit der Familie zu verbringen oder einfach sich selbst etwas Gutes tun. Mehr unter www.salzstiegl.at. Salzstiegl schnell erreichen in nur 50 Minuten von Graz und 70 Minuten von Feldbach. Richtig animierende Werbung braucht viele Werbeseiten oder digitale Werbespots. Top-Video-Werbung mit Impact-Display-Werbung. Infos unter www.im-pakt.at. Mein Team und ich von Spar Thoma in St. Anna und Kapfenstein wünschen allen Kunden und unseren Geschäftspartnern frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ein gesundes und glückliches neues Jahr. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, es ist mir eine große Freude, Sie heute hier bei uns im Groß- und Einzelhandel Kölldorfer in Feldbach begrüßen zu dürfen. Wir haben für Sie natürlich für Ihren Weihnachtstisch alle unsere Fischspezialitäten aus unserer Heimat, aus unseren heimischen Gewässern, aber natürlich alle Meeresfische vorbereitet. Sie können diese Fische bis zum 19.12. bei uns bestellen, damit für Sie die absolute Frische garantiert ist. ACP Feldbach, Ihr innovativer IT-Lösungspartner, wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr. Denn der Brauch ist wirklich alt, es gibt ihn bereits seit dem Mittelalter. Und wir im Breitenfeld haben als Kulturverein diesen Brauch, den es hier im Ort eigentlich nicht gegeben hat, zumindest weiß niemand davon, haben wir vor 8 Jahren diesen Brauch eingeführt. Wir spielen diese Geschichte der Herbergssuche der Mutter Gottes, die eben kein Quartier findet, um ihr Kind zu gebären. Und diesen Teil der Geschichte spielen wir, tragen eine Statue, die in der Kirche gesegnet worden ist, in die Häuser, heute eben zur Familie Buswald, und bitten die Mutter Gottes, dass sie Schutz und Segen in dieses Haus und für seine Bewohner bringen. Schön, danke Maria. Ja, dann gehen wir zum Haus. Danke auch, dass ihr heute gekommen seid und auch die Laternen. So, kommst. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir bitten, uns jetzt zusammenstellen zu können. Wer glaubt an, und zeigt Arme, Leute, was wollt ihr?
Erden. Und gibt uns Herr, wer freut, und durch Gottes Lieb wir bitten, öffnet uns doch eure Hüten. O nein, o nein, das kann nicht sein. Wir wollen dankbar sein. Nein, es kann einmal nicht sein, drum geht nur fort, ihr kommt nicht rein. Bevor Maria den Erlöser geboren hat, begehen wir den alten Brauch der Herbergssuche mit Mutter Gottes tragen oder Frau tragen. Maria ist die adventliche Gestalt, die uns zur Krippe führt. Auf der Suche nach Quartier wurde sie überall abgewiesen. Man wollte keine Scherereien mit einer Frau, die ein Kind erwartet. Obwohl ihr Lebensweg menschlich gesehen tragisch war, ist Maria die himmlische Mutter aller Menschen geworden. Mein Herz, o Gott, das schenk ich dir. Schenke unseren Familien Liebe und Geduld, und lass uns einander ertragen. Wir bitten dich, O Herr. Lindere die Not der Leidenden und Einsamen, indem ihnen gute Menschen zu Hilfe kommen. Wir bitten dich, O Herr. Ja, schön, dass wir miteinander das Lied singen können. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Ich glaube, Maria, mit der schönen Herbergssuche, die du in unserer Pfarre immer wieder mit deinen Leuten durchführst. Und danke auch dir, Gerti, dass wir kommen durften, gerne, heute auch wirklich jetzt dabei zu sein. Danke euch für dieses Kommen heute zu diesem besonderen Gebet, auch mit der gesegneten Marienstatue auf diesem Tisch mitten in unserer Gemeinschaft dürfen wir in diesen heiligen Tagen des Advent auch jetzt dieses schöne Lied singen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite, dass es freilich leute an der lieben Hand. Er lasse uns seine Gegenwart spüren, damit die Hoffnung auch dann bleibt, wenn Tage kommen, die unser Leben verdunkeln. Das schenke uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich bitte jetzt noch um deinen Segen, Herr Pfarrer. Gerne möchte ich euch den Segen Gottes erteilen, auch den Enkelkindern, dass ihr schöne, friedliche Weihnachten auch im Kreise eurer Familien jetzt feiern könnt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Schön, wir danken für die Aufnahme und die Herberge. Bitte. Danke. Ist eine Ehre für mich, die Mutter Gottes in meinem Haus zu haben. Sehr schön. Sehr schön.